Sportfreunde Energetikum, da sind wir wieder. Heute mit Tim als Trainingspartner. Wir wollen euch heute das Standumsetzen vorstellen. Das ist ein Teil der Übung des Standdrückens, was wir euch letzte Woche vorgestellt haben. Ist eine optimale Grundübung, reiht sich hier also zu den gezeigten Übungen ein und ihr sollt sie ja komplett kennenlernen. Von daher heute das Standumsetzen. Gut, kommen wir zur Ausführung. Der Tim nimmt die Langhantel erst einmal auf, so wie ihr das vom Kreuzheben kennt. Startposition beim Standumsitzen ist halt die aufrechte Haltung, natürlich mit leichten Veränderungen. Tim wird leicht die Beine anbeugen und schön mal aus einer Bewegung. Aus den leicht gebeugten Beinen streckt er das Becken auf, zieht die Stange ziemlich nah am Körper hoch, Ellbogen nach hinten weg. Und mit einem leichten Absenken des, über die Beine kommt er durch schnelle Rotation unter die Handelstange. Schön noch einmal aus, Tim, noch eine letzte. Jawohl. Ja, ich möchte euch nochmal auf die eine oder andere Fehlerquelle hinweisen. Zieht die Stange nah am Körper hoch, oft bei einer höheren Wiederholungszahl, was deutlich über 5 geht, neigt man dazu, die Stange zu weit vom Körper weg zu haben, nah am Körper ziehen. Und dann in einem entscheidenden Punkt rotieren die Ellbogen nach vorne unter die Stange. Auch das wird häufig viel zu langsam ausgeführt. Du musst schnell nach vorne rotieren. Ein gutes Zeichen ist immer, dass die Stange hinterher oben am Schlüsselbein liegt. Wenn ihr hier starke blaue Flecken habt, ist meistens ein Zeichen, dass ihr sie zu unkontrolliert gedreht habt. Zügig, aber kontrolliert. Ja, das war's auch schon wieder. Heute das Standumsetzen als ergänzender Teil zum Standdrücken von der vorherigen Woche. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr könnt damit gut trainieren und das im Training hier im wahrsten des Wortes umsetzen. Ja, dann möchten wir euch noch auf einen weiteren Tipp hinweisen. Ja, und zwar ab nächster Woche wird Mechthild das Wort übernehmen. Sie starten mit ihrer Serie für einen knackigen Po, also guckt euch das an und macht mit. Viel Spaß mit euch.